Danke, Genosse Spengler. Termin? Morgen 7.15 Uhr. Einschließlich Ergebnisse. So, bitte, Genosse Fuchs. Ja, Trickbetrügereien, wie sie vor allem laut Fahndungsersuchen vor circa 14 Tagen im Bezirk Frankfurt-Oder zu verzeichnen waren, sind dort in den letzten Tagen abgeflaut und konzentrieren sich jetzt vor allem auf den Raum Berlin. Es muss sich um reisende Täter weiblichen Geschlechts handeln. Unter dem Vorwand, sich mit einem Kfz auf Dienstreise zu befinden, eine Reifenpanne zu haben und für die daraus entstehenden Reparaturkosten nicht über die nötigen Barmittel zu verfügen, erschüttelte sich eine circa 30-jährige Frau Beträge zwischen 20 und 100 Mark. Der Gesamtschaden beträgt 510 Mark. Es wurden sogar Ausweise vorgelegt. Die Nummer notiert, die Ausweise waren gestohlen. Herkunft Frankfurt, Berlin. Von den Geschädigten wurde übereinstimmend eine Umhängetasche beschrieben, die die Täterin bei sich getragen haben soll. Und zwar Zakopaner Kunstgewerbe. Das ist auch bei uns käuflich. Das passt zu der Meldung aus Treptow. In 8 anderen Fällen erschwindelte sich eine weibliche Täterin. Anzahlungen für versprochene zusätzliche Kohle- und Holzlieferungen. Wir haben hier auch was aus Mitte. In 4 Fällen wurden Briefe aus Hausbriefkästen entnommen und den Nachbarn übergeben mit der Forderung, dass 10 und 20 Mark zu begleichen wären. Auch hier als Täterin eine einzeln auftretende jüngere Frau. Ja, und das ist das Ergebnis von nur 4 Tagen. Obwohl die Hinweise und Beschreibungen voneinander abweichen, kann doch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich nur um eine, ja, höchstens aber um 2 unabhängig voneinander arbeitende Täterinnen handelt. Fordern Sie die diesbezüglichen Unterlagen aus Frankfurt-Oder an. Ist schon geschehen. Die Vorgänge sind als Schwerpunkt zu behandeln. Leiter der Ermittlungsgruppe, Oberleutnant Fuchs. Und vervollständigen Sie mit Genossen Radke die Fahndungsunterlagen. Über die Begehungsweisen sind die ABV zu verständigen und entsprechende prophylaktische Maßnahmen einzuleiten. Erster zusammenfassender Bericht morgen zur gleichen Zeit. Ich danke, Genossen. Können Sie denn hier überhaupt nicht rein? Entschuldigung. Moin, Fräulein. Nächstes Mal nehmen Sie einen Schlafwagen. Können Sie wecken lassen. Geht's da vorne nicht weiter? Tritt aber ein bisschen durch da. Ich kann doch nicht. Ich bin hier eingekleidet. Na ja, doch mal los. Wenn Sie anderen auf der Bühne. Ruhe! Guten Tag. Guten Tag. Bitte irgendwohin, wo man essen kann. Aber ein bisschen gediegen. Oh, ich kenne da was. Einsame Klasse. Sogar chinesische Küche. Mua. Stück auf 500 Kilometer. Ist ein Vorort von Prag. Kleiner Witzbold, was? Mann, ich habe Hunger. Na, dann werden wir auch in Berlin was finden. Aber sagen Sie dann nicht, ich hätte Ihnen nicht angeboten.
die Fahrausweise zur Kontrolle, bitte. Also ich habe sie dir gegeben, ich weiß das ganz genau. Moment, du hast sie eingesteckt. Ach. Marco wollte doch nur eine Brause. Ich habe ja gleich gesagt, wir können warten, bis wir am Zug sind, aber wer ist wieder weiche geworden? Du. Tja, ich weiß das ganz genau, ich verstehe das nicht. Ich habe sie doch hier reingesteckt. Also. Ich habe sie doch selbst gekauft. 22,30 Mark, das können Sie mir glauben. Na, dann werden Sie sich auch wieder anfinden. Die ganze Brieftasche, das Geld. Das kann doch nicht irgendwie weg sein. Guck doch noch mal bei dir nach. Tut so, als wenn ihn die ganze Sache nichts anginge. Ah, bitte, mein Gott. Hör bloß auf zu flennen. Im letzten Augenblick eine Brause. Ja, das fehlt ja doch. Kann er auch nicht hören, der Bengel. Dann brauche ich mal Ihren Personalausweis. Na, der ist doch weg. Dann müssen Sie eben nachlösen. Ja, womit denn? Die ganze Brieftasche, das Geld, Fahrausweis. Ich habe überhaupt nichts mehr. Tja, dann muss ich leider die Transportpolizei verständigen. Das ist doch wohl das Mindeste. Sie gestatten doch. Entschuldigen Sie, ich dachte, er wäre frei. Oh, pardon. Ja, natürlich. Bitte schön. Sehr angenehm. Sie müssen schon entschuldigen, aber ich war so in Gedanken. Dabei, mit einer so charmanten jungen Frau hat man nicht alle Tage Gelegenheit, zu Mittag zu speisen. Bitte sehr. Oh, danke. Übrigens, das Kalbsteak ist sehr zu empfehlen. Wenn ich Sie vielleicht einladen dürfte. Meine Unaufmerksamkeit ist wirklich unverzeihlich. Vielleicht ein Aperitif vor dem Essen? Einverstanden. Herr Ober, zwei Aperitif, ein Kalbsteak, bitte. Sofort. Also, offen gesagt, ich verstehe das einfach nicht. Ob im Zug, ob im Restaurant. Da sitzen sich die Menschen oft stundenlang gegenüber, ohne ein einziges Wort miteinander zu reden. Ja. Und ich möchte wetten, die meisten würden sich freuen, wenn sie sich nett unterhalten könnten. Zum Wohl. Ja, danke. Na, man möchte natürlich nicht aufdringlich scheinen und man schweigt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bitte? Zum Wohl. Ihr Wohl. Darf Roland Wagner die untertänige Bitte äußern, Ihro Gnaden, morgen Abend in der Hotelbar empfangen zu dürfen? Ihre Zusage würde ihn adeln. Dann kann ich wohl von jetzt an Herr von Wagner zu Ihnen sagen. Sekt? Herr Ober? Wo denken Sie hin? Ich muss jetzt noch zur Arbeit. Zum Wohl? Zum Wohl. Vermutlich durch unbekannte Täterin. Circa 30 Jahre alt, blond. Fahndungsmeldung durch Trapowaren folgt. Du bist ein Schatz. Lange nicht gesehen, Genosse Oberleutnant. Ah, die Arbeit frisst einen auf. Du weißt doch selbst, bestimmte Delikte nehmen ab, die Arbeit aber zu. Schön, wenn wir das Erste hier auch merken würden. Die Hertha Tuch soll morgen entlassen werden, vorzeitig. Aha, na, ihr müsst es ja wissen. Fragt sich nur, für wie lange. Ja, Pferde vor der Apotheke und so, ich weiß. Aber die Tuch hat gelernt. Die Arbeiter kann sich manche eine Scheibe von abschneiden. Und die Disziplin einwandfrei. Hier, und da draußen? Ich kann mich noch gut entsinnen, als ich sie festgenommen habe. Die hat nur zugegeben, was man ihr unumstößlich nachweisen konnte. Ja, und dann ist eine Menge zusammengekommen. Taschendiebstahl, sie wird vom Betrieb übernommen. Ja, Garantie gegen Rückfall, möglichst auf Lebenszeit. Und ein Rezept fürs Leben selber, na, das gibt's doch nicht. Guten Tag. Guten Tag.
Setzen Sie sich bitte. Ich habe gehört, Sie werden morgen entlassen. Ja. Weswegen sind Sie denn hier? Jetzt reist jemand auf Ihre damalige Masche. In Schönefeld einsteigen, in den Zug, aus Bahnhof raus, verspätet natürlich. Und dann eingesammelt, was sich greifen lässt. Na und? Was habe ich denn damit zu tun? Ich sitze doch hier drin. Haben Sie jemand davon erzählt? Hier kann man nichts verheimlichen. Hier drin weiß jede von der anderen, was sie verzapft hat. Und von denen, die draußen sind, auf meine Tour? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es muss jemanden geben. Ich habe Ihnen alles gesagt. Alles? Ja? Dann alles Gute für Sie. Ja, danke. Ines, ich bin gleich wieder da. Und du spielst schön, gehst aber nicht auf die Straße, hast du gehört? Mutti geht nur ganz schnell zum Röntgen und holt dich nachher wieder ab. So, und nun spiel schön. Klettergerüst gestürzt. Kommen Sie schnell. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Sie hat ja ihre Tasche liegen lassen. Hallo? Ines! Ines! Und ich dachte schon, es ist was passiert. Ach, du bist ja... Du bist ja so... Ja, was geschah dann? Ja, dann hat's geklingelt. Ja, und vor der Tür, da stand so eine ganz reizende junge Frau. Richtig unglücklich war sie. Die hatte Eier gekauft. Ja, mindestens 20 Stück. Einfach so in die Tüte eingepackt. Also da spurt unser Handel ja auch noch nicht richtig. Ja, und ich streckte sie mir so entgegen. Und unten, da hat sie mal so getropft. Also, Fünfe waren da mindestens in Eimer. Ja, naja, dann hat sie mich sehr höflich und bescheiden gefragt, ob sie die mal auspacken dürfe. Sie müsse nämlich noch nach Malchow, dem Bus. Und wir wissen ja, wie die Fahrer so manchmal sind, nicht? Na gut, ein Wort gibt dem anderen die Hand. Ja, dann haben wir die Kaputten gebraten. Sie können mal glauben, es war alles so gemütlich. Selbst abgewaschen hat sie, ja. Naja, das andere habe ich Ihnen ja schon gesagt. 110 Mark aus dem Küchenschrank. Und dann die Figur. Und das war das Schlimmste. Und die war ein Wertstück, sagten Sie? Wertstück. Meißen war das. Hier bitte, ein Originaltändler. Hier bin ich mit drauf. Seit 200 Jahren.
Der Stolz unserer Familie. Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Und die steht in der Küche? Küche, nicht doch. Im Wohnzimmer natürlich. Wir haben dort noch Likörchen zusammengetrunken. Ach, ich könnte mir zerruppen. Und ich Idiot, ich schenke ihr auch noch ein Kilo Tomaten aus dem Garten. Ja. Nee, der hätte Menschen so schlecht sein können. Sehen Sie sich mal diese Gesichter an. Vielleicht haben wir Glück. Nein, nein. Nein, nein. Nein, das ist ein ganz anderer Typ. Nein, nein, nein. Nein, nein. Können Sie wenigstens eine Beschreibung geben? Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, besondere Kennzeichen, Kleidung oder was weiß ja, ich? Ja, also gut sah sie ja aus, nicht? Blond und ja, fast meine Größe. Ja, nur die Ohren, ja. Ringgekickt habe ich, ja. Musste ich ja nicht. Ja, aber wie die nur aussahen, da muss ich passen. Ja, ja. Leider. Bin ich. Na komm. Du Hertha! Warte doch mal! Wer ist denn das? Das ist Carla. Ach, mit der du zusammen... Ja, genau. Soll das nur wieder losgehen? Ach, sei doch nicht gleich sauer. Ich will ihr wenigstens einen Tag sagen. Hier, halt mal. Oh. Grüß dich. Sag mal, woher wusstest du, dass ich heute rauskomme? Erzähl ich dir später. Na komm, lass ihn nicht warten. Du, ich dachte, du könntest was brauchen. Hier, nimm. Dank dir. Du kommst doch mal vorbei, ja? Hm? Kochstraße 8. Aber ja, nicht vergessen. Tschüss. Tschüss. Werkzeugmaschinenfabrik? Ja, guten Tag. Hier spricht die Kriminalpolizei, Leutnant Tietze. Mit wem spreche ich bitte? Nein, nicht nötig. Vielleicht können Sie mir auch helfen. Ja, ich brauche den Namen des Nachtpförtners. Ja, der letzte noch Dienst bei Ihnen hatte. Möglichst auf seine Adresse. Ja, ich warte. Ja, ich höre. Wendig. Paul Wendig. Vielen Dank, das hat sich denn erledigt. Bitte das Lohnbüro. Ja, guten Tag. Hier ist Wendig. Die Frau von Paul Wendig. Ja, vom Nachtpförtner. Also heute Morgen, mein Mann kommt heim und auf einmal wird ihm ganz schlecht. Das Herz macht ihn ja schon immer zu schaffen. Aber so schlimm. Der Arzt hat ihn gleich in ein Krankenhaus überwiesen.
Ich wollte Ihnen das bloß sagen, wa? Ja, ich hab da noch was auf dem Herzen. Ob ich vielleicht einen kleinen Vorschuss bekommen könnte? So 150 Mark? Das ist aber nett. Ja, vielen Dank. Ich schicke da meine Nichte vorbei mit einer Vollmacht. Die Kasse ist doch im Betrieb. Dankeschön. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Guten Tag. Für einen Wendig, ich möchte den Vorschuss abholen. Aha. Hier ist die Vollmacht. Ihr Ausweis. Ja, danke. Bitte schön, Ihre Unterschrift. Gut, danke. 50, 120, 30, 40, 50. Okay. Unser Opa Wendig, der war immer so fidel. Na eben, wie der Name sagt. Aber das Schicksal fragt nicht. Auf jeden Fall grüßen Sie ihn schön von uns und gute Besserung. Vielen Dank. Ah ja. Schön, dass Sie gekommen sind. Als Sie gestern Mittag gingen, dachte ich schon, vielleicht bin ich hier zu alt. Kastanienbraunes Haar verträgt sich nicht immer mit grauen Schläfen. Bitte sehr, zum Wohl. Danke, ja. Ich bin alle 3 bis 4 Wochen hier in Berlin im Geologischen Institut. Wir koordinieren die Forschungsarbeit im Wissenschaftsbereich und treffen Absprachen für die internationale Arbeit. Manchmal verfluche ich ja diese Dienstreisen. Aber heute bin ich richtig glücklich. Zum Wohl? Mhm. Wie lange war ich schon nicht mehr in einer Bar? Und allein. Man wird doch nur als Freiwild angesehen. Und die allzu raschen Bekanntschaften. Was mir gefällt, ist, sich geborgen zu fühlen. Ohne vordergründige Absichten. Sprechen Sie zu mir wie zu einem Freund. Ich habe das noch keinem Mann erzählt. Ich hatte es schwer all die Jahre. Es begann schon mit meinen Eltern, mein Stiefvater trank. Und dann... Er bestand darauf, dass ich die Schule ein Jahr vor dem Abitur verließ. Eines Tages kam er zu mir betrunken ins Schlafzimmer. Ja. Ich schlug mich allein durch, wohnte im Heim. Und dann kam die sogenannte große Liebe. Wir wollten heiraten. Er verließ mich. Mit allen Ersparnissen. Bitte nicht traurig sein. Nicht jetzt. Und überhaupt, wenn wir zusammen sind. Versprechen Sie mir das? Gehen wir an die Bar? Gern.
Zwei Cognac, bitte. Ja, bitte. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Auf uns. Auf uns. Warte. Erst ein Schnaps. Hat aber eine Menge Geld gekostet, ja? Na gut, erst das Nachthemd, dann die Tapete. Wenn du es genau wissen willst, das Geld habe ich von Carla. Ich habe lange genug nichts gehabt, ich möchte auch mal ein bisschen leben. Ist doch nicht verboten, oder? Naja, hab ich doch nicht gesagt. Aber gedacht hast es. Ach. Das Geld zahle ich ihr auch auf Helle und Pfennig wieder zurück. Zu dir kann ich ja mit sowas nicht kommen. Ich dachte doch bloß... Erst ist die Wohnung dran. Natürlich, natürlich. Erst ist die Wohnung dran. Du weißt überhaupt nicht, was das bedeutet. 2 Jahre lang diese Einheitsklamotten auf dem Leib, Tag für Tag. Und alles genau nach Vorschrift. Ich will nicht für alles Rechenschaft abgeben müssen, was ich tue. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich wollte bloß sagen, dass uns unsere Liebe auch ohne so einen Fummel auskommt. Ja, ja. Muss doch nicht alles von heute auf morgen sein. Ich liebe dich doch auch ohne sowas. Oh. Danke. Sie wünschen bitte? Guten Tag. Ich suche Herrn Wagner. Herrn Wagner? Da drüben bitte. Danke. Herr Wagner? Ja? Kriminalpolizei, Oberleutnant Fuchs. Angenehm. Nehmen Sie bitte Platz. Das ist mir alles maßlos peinlich. Abgesehen von den Unannehmlichkeiten mit der Rezeption. Ich kann nicht mal das Hotel bezahlen. Aber das ist ja alles reparabel. Meine Aktentasche mit den Unterlagen ist auch spurlos verschwunden. Verschwunden? Was heißt das? Verloren gegangen oder gestohlen? Gestohlen. Mhm. Ja? Ich habe da eine junge Frau kennengelernt. Gestern Abend in der Bar. Es war kein Zufall. Wir plauderten. Ich erzählte von meiner letzten Expedition in der Mongolei. Und plötzlich war Feierabend. Und einfach so auseinandergehen. Sie wissen ja, wie das so manchmal ist. Ich bestellte noch einen Mokka auf meinem Zimmer. Und dann bin ich eingeschlafen. Und am Morgen, als ich aufwachte, war das Fiasko da. Ich habe eine Bitte. Behandeln Sie diese Angelegenheit gegenüber meiner Frau mit der größten Diskretion. Ich muss Sie trotzdem bitten, mit mir auf die Dienststelle zu kommen. Das muss sein? Ja.
Elsa, komm doch mal her und sag guten Tag. Du weißt doch Bescheid. Und mit Elsa wirst du arbeiten. Guten Tag. Eigentlich ist sie ein Funskerl nur. Manchmal hat sie ihren eigenen Kopf. Na, bei ihr dauert es immer ein bisschen. Wenn du zupackst und aushältst, dann kannst du auf sie zählen. Gummistiefel und Schürze bekommen sie von ihr. Also dann, Hals und Beinbruch. Ich zeig dir gleich, wo wir frühstücken und wo du dich umziehen kannst. Bitte. Bitte schön. Ja, danke. Kleinen Moment, ich habe nicht so viel Geld da. Komm gleich wieder. Was du willst. Am Ostbahnhof. Die Sachen der Poliklinik. Die Scheckbetrügereien, der gefoppte Liebhaber und das da. Da müsste ich mich sehr täuschen, wenn das nicht ein und dieselbe Person ist. Roland Wagner, Dresden, 2791, dienstlich. Der traut sich nicht mal, seine Privatnummer aufzuschreiben. Voller Sehnsucht auf meine kleine Wildotter. 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 Und ich wette, das stammt von der Täterin. Das ist nämlich eine ganz andere Schrift. Expedition nach dem großen Shingan. Ja. Du sag mal, warum schreibt sie sich das auf? Kann er ihr erzählt haben. Weiß der Kuckuck. Jedenfalls kommt das in die Dokumentenuntersuchung. Und das hier sind alles die Personen, die mit dieser Hertha Tuch Kontakt hatten im Gefängnis. Möchte wetten, die Täterin ist darunter. Dann hätte Herr Wagner sie doch erkennen müssen. Vielleicht wollte er nicht. Vielleicht war es ihm zu peinlich. Jedenfalls brauche ich von all diesen Personen Schriftproben aus den Prozessakten. Tja, sich Regen bringt Segen, ne? Man tut's ja gerne. Für den Preis. Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß. Ich will ja nur für 2 Tage bei euch bleiben. Dann gehe ich sowieso nach Leipzig. Na, ich weiß nicht. Da ist der Klaus bestimmt sauer. Lass mich mit ihm reden. In der kleinsten Hütte ist Platz, wenn man sich nur versteht. Ach, Mädchen, denk doch mal zurück. Manchmal waren wir zu viert und ganze 12 Quadratmeter. Und was wir da angestellt haben. Weißt du noch die eine Schließerin? Die Pausebacke? Pausebacke. Und Klaus? Ist das wirklich was Ernstes?
Naja. Ach doch, ich glaube schon. Er war der Einzige, der die ganze Zeit zu mir gehalten hat. Hat mich besucht. Hat mir geschrieben. Regelmäßig. Verstehst du? Sowas vergisst man nicht so schnell. Glück muss der Mensch haben. Ich hab's nicht. Der Knast hängt einem ja doch ewig an. Alles andere ist Illusion, das hält nur für ein paar Sonntage. Jetzt trinken wir erst mal ein. Könnte ich auf den Tisch tanzen. Na komm! Ich möchte gerne 2 Tage bleiben. Oh, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Na, dann macht euch mal einen schönen Tag. Ich komme übermorgen wieder. Ist ein feiner Mensch. Mit so guten Manieren. Mit dem hast du dir ja was eingehandelt. Hier. Na, wäre das nichts für dich? Danke, ich will jetzt nicht. Dann darf ich. Wollen Sie den ganzen Abend so rumsitzen? So allein? Das kann ich doch mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Naja. Vielleicht nachher noch mal. Ich nehme Sie dann mal. Bis dann. Tschüss. Schneckchen, tau doch auf. Ist doch große Klasse hier, oder nicht? Ne? Ja. Mensch, du hast ja tolle Chancen. Oh, du, der dich eben aufgefordert hat, ist einer aus der Werbebranche. Der da? Ja, der soll ein tolles Bötchen haben. Kleiner Onassis, versteht. Charlie, komm mal. Danke. Charlie, schieß das mal rüber zu den beiden Hübschen. Einen schönen Gruß von uns. Ja, ja. Ist klar. Hm? Na, der hat vielleicht Augen gekriegt, sag ich dir. Bitte. Ja, für Sie von 2 stillen Verehrern. Da drüben. Willst du ewig in der Wäscherei hocken bleiben? Ist doch kein Milieu für dich.
Also wenn Klaus mich hier sehen würde, wäre garantiert Feierabend. Ist doch alles Quatsch. Jetzt denken wir erst mal an uns. Wir genießen unsere Freiheit, verstehst du? Ja. Weißt du was? Morgen gehen wir ins Lindenkorso. Oder wollen wir nach Rostock fahren? Hä? In Rostock war ich noch nicht. Du, das Neptun hat sogar einen Swimmingpool. Ach, machen wir. Ja, zum Wohl. Anzug? Na klar. Mensch, da kein Frosch los. Darf ich jetzt bitten, Verehrteste? So, bis auf zwei habe ich alles zusammen. Schriftproben aus den Prozessakten und neues Vergleichsmaterial. Na, der Mantau. Ja, also mit Vieren habe ich selbst gesprochen. Du würdest staunen, wie die Frauen sich entwickelt haben. Also da ist eine Krankenschwester dabei. Die versorgt sogar nach Feierabend... Komm, lass deine Laudatio. Da, das ist Carla Siegmann, zuletzt wohnhaft in Frankfurt-Oder. Seit 4 Wochen ihre Wohnung nicht mehr betreten. Einschlägig vorbestraft... Gilt als asozial. Ich socke und socke, dass die natürlichen Transportmittel dampfen. Und du kriegst das alles so frei Haus geliefert. Ein Jahr vor dem Abitur mit 17 aus Opposition gegen ihre Stiefeltern das Haus verlassen. Vater trank, nach 2 Monaten Abbruch der Lehre. Naja. Ihre Labilität war größer als ihr Wille zur Arbeit. Falsche Freunde, Jugendhaus, 3-mal vorbestraft... Kaum besserungswillig. Das ist eine traurige Bilanz. Kaum zu glauben, wenn man sie so ansieht. Prösterchen. Na du. Ja, so ist das mit den Frauen. Wenn sie nicht kochen können, kannst du in die Gaststätte gehen, aber... Was tut man in der Liebe? So, ist Feierabend, meine Herrschaften, ja? Ja, ist ja schon gut. Wer kläfft denn da? Also, was ist? Fahren wir noch zu mir? Lassen wir noch einen Elefanten fliegen. Ihr Süßen. Prost. 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 Dann nehmen wir noch einen. Hey. Der ist wohl nicht gut. Sag mal, spinnst du? Ihr kotzt mich an. Hertha! Was ist denn mit dir los? Ich dachte mir, ich gucke mal vorbei. Und dann wollte ich dir nur sagen, die letzten Tage so ohne dich, das war nichts. Hast mir gefehlt. Wenn du Lust hast, heute Abend, ich hol dich auch ab. Ja, bist ein Schatz. Und, gefällt's dir? Gefallen? Was heißt gefallen? Elsa ist in Ordnung. Gibt's ihm auch andere. Ich mich am liebsten ans Händchen fassen? Aufs Plüschsofa setzen wie so ein seltenes Tier, na, die schmecken mir vielleicht. Und der Rest beguckt dich mit verkniffenen Augen. Mit so einer müssen wir nun arbeiten. Ach, das tropft ihn doch förmlich aus der Linse. Vielleicht bildest du dir das bloß ein. Mach doch noch ein paar Tage und dann gehörst du dazu. Ja, ja. Manchmal glaube ich, Carla hat recht. Die ganze Strafe fängt erst an, wenn du aus dem Knast raus bist. Lass mich mit der in Ruhe. Die hat mir gerade noch gefehlt. Mann, reg dich doch nicht auf. Ich hab doch gesagt, dass er raus muss. Und sorge dafür, dass die hier nicht wieder auftaucht. Mit so einer landest du ganz schnell im Dreck. Wenn du nicht aufpasst. Als ich rausgekommen bin und du mich abgeholt hast, da hast du gesagt, ich soll dir vertrauen. Ja. Von dir erwarte ich genau das Gleiche.
Tschüss. Tschüss. Kollege Engel? Ja, bitte. Die Genossin Trautwein vom Institut für Geologie. Sie war für 11 Uhr angemeldet. Ja, bitte. Guten Tag, Genossin Trautwein. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wir unternehmen eine groß angelegte geologische Expedition zum großen Tschingaan, nordöstliche Mongolei. Ein Integrationsvorhaben der sozialistischen Staaten, sozusagen hoch angebunden. Im Auftrag der Leitung des Instituts möchte ich Ihnen unseren Wunsch und natürlich unsere Bitte nahelegen. Dieses Forschungsvorhaben, das zugleich auch außerordentlich praktische Bedeutung für die gemeinsame Erschließung von Bodenschätzen haben wird, zu unterstützen. Ja, in welcher Form? Ja, wir sind an Kameras, Fotoapparaten. Moment mal. Auch Zusatzausrüstung wie Objektiven mit langer Brennweite. Vor allem aber auch an Nachtgläsern interessiert, die bei dieser Gelegenheit unter äußerst extremen Bedingungen getestet werden könnten. Nach Möglichkeit also ihre neuesten Produktionen, die noch nicht im Handel sind. Mongolische Volksrepublik. Sie sind zu beneiden. Einmal weg vom Schreibtisch. Das wäre genau das Richtige für mich. Und in so netter Gesellschaft. Ja, als Pressechef kann ich natürlich nicht allein darüber entscheiden. Ein Kaffee? Leider nein. Ich muss gehen. Bei uns überschlägt sich alles. Eine Beratung jagt die andere. Kann ich morgen schon bei Ihnen nachfragen? Ich würde sagen, so gegen 15 Uhr. Natürlich ganz unverbindlich. Ich rufe zurück. Es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Ich dachte erst, das wäre ein Mannequin, so wie die aufgemacht war. Aber Wenzelchen, Schönheit und Sozialismus, ist das ein Widerspruch? Na, sehen Sie. Da ist doch nun wirklich nichts weiter dabei. Er hat doch alles mit. Ein Brief von der Dienststelle, ich rufe vorher noch mal an. Was soll denn da schiefgehen? Ich hab dir gesagt, dass ich nicht mehr mitmache. Nun komm doch mal, der Kaffee wird kalt. Schätzchen, du hast doch damit überhaupt nichts zu tun. Klaus braucht bloß mit seinem Baggers fortzufahren. Selbst aufladen tun sie ihm das Zeug. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass Klaus da mitmacht. Er braucht doch davon überhaupt nichts zu wissen. Eine kleine Gefälligkeit für einen Freund von mir. Naja, aber wo soll er denn hinfahren? Irgendwo muss er das Zeug doch lassen. Na hier! Aber das sagen wir ihm später. Oder glaubst du, er bringt die Kameras wieder zurück? Und sagt, entschuldigen Sie, ich habe aus Versehen was geklaut. Sag mal, du spinnst wohl. Mensch, bist du gemein. Verschwinde, ja, aber schnell. Gemein. Red doch nicht so geschwollen. Warum das Geld einfach auf der Straße liegen lassen? Die reißen mir das Zeug da förmlich aus den Fingern. Bei mir ist Schluss, habe ich gesagt. Ein für alle Male Schluss, Feierabend. Und ich lass mir den Klaus da nicht mit reinziehen, verstehst du? Hör auf. Mit dem bleibst du doch immer unten kleben. Wenn du nicht mitrackerst, kommt dir nie zu was. Und wenn das Bett dann kalt wird, ist alles wegfutsch. Dein Kläuschen sagt Adieu auf Nimmerwiedersehen. Ich hab das hinter mir. Bett. Als wenn es nur das Bett gäbe. Ich liebe ihn. Ich vertraue ihm. Der ist grundanständig. Hör auf! Ich kann das nicht mehr hören. Das Geschwafel von Liebe und Ehrlichkeit. Das kotzt mich alles an. Mach, was du willst, aber ohne mich. Das klang alles ganz einleuchtend. Dann habe ich im Institut angerufen und da wusste niemand von was. Hier, hat sie hier gelassen. Kopfbogen, alles einwandfrei.
Ob ich dir auf den Arm nehmen wolle? Haben die gesagt. Von wegen Minister. Ja, und dann habe ich sie angerufen. Ja? Sie ist am Telefon. Sie will Sie sprechen. Ja, stellen Sie durch. Ja. Ja? Ja, im Apparat. Unser Antwortschreiben. Ja, wir haben Ihrer Vorlage zugestimmt. Oh, das habe ich Ihnen zu verdanken. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Und für den Warentest können wir Ihnen noch ein Anerkennungshonorar von 3.000 Mark zur Verfügung stellen. Sie übertreffen alle meine Erwartungen. Aber es ist ja auch für eine gute Sache. Findet man nicht oft Verantwortung über das eigene Büro hinaus. Ich bitte Sie, wir tun, was wir können. Wir schicken dann morgen einen Wagen. Und den Scheck, den werde ich natürlich persönlich in Empfang nehmen. Ja, darauf müssen wir auch bestehen. Sie müssen ja quittieren, nicht? Wir könnten uns in der Zweigstelle des Institutes treffen. Oder sagen wir im Promenadencafé. Da sind wir ungestört. Ja, gut. Und wann? Am besten gleich, wenn es Ihnen passt. In einer halben Stunde könnte ich da sein. Gut, das lässt sich dann einrichten. Ja, in einer halben Stunde. Bis gleich. Wiederhören. Ja, dann kommen Sie. Ich mach dich arm, du. Hab ich mir geschworen. Wenn ich rauskomme, einmal die Woche Windbeutel mit Schlagsahne. Komm. Hier. Die schaffe ich. Ja. Hab mit der Tante vom FDGB gesprochen. Mhm. Wochenende fahren wir nach Lanke. Hm? Oh. Zuerst wollte sie ja nicht richtig ran, aber dann habe ich ihr gesagt, ich fahre mit dir und keine Einwände mehr. Bei der hast du einen Stein im Brett. Ist ja gut. Sag mal, wann haut die da ab? Ach, die stört doch nicht weiter. Ist doch am Tage gar nicht da. Na gut. Wenn sie nicht von alleine draufkommt, dann stelle ich ihren Koffer vor die Tür. Aber endgültig. Das hast du nicht gewusst. Klaus. Mann, das habe ich wirklich nicht gewusst. Ist sie noch frei? Ja, bitte. Dankeschön. Muss Lunte gerochen haben. Kommt sie heute nicht, kommt sie morgen. Gestern aufgegeben, heute steht's drin. Das ist Kundendienst, was, Chef? Suche Altmeißen.
zahle Liebhaberpreise. Mhm. Wie sagt der Chef doch immer? Sie wünschen? Eine Tasse Kaffee. Bitte? Wenn ein Flugzeug ausgebucht ist und es kommt darauf an, fliegen meine Leute mit. Aber ohne zu sagen, dass sie von der K sind. Ich blase ab. Wiedersehen. Wiedersehen. Das Geld ist da. Die Polizei ist hinter mir her. Ich muss weg. Wo ist mein Koffer? Ach, da ist er ja. Wo willst du denn damit hin? Zur Polizei. Ach, hast du geschnüffelt? Nee. Oder willst du dir an den Nagel reißen? Lori, schon zuzutrauen ist dir das ja, du Dreckstück. Lass den Koffer zu kriegen. Du hast gedacht, die nehme ich mir. Was, die kann ich mir mal kaufen. Hau ab hier, sag ich. Aus. Hau ab! Guten Tag. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Ich möchte etwas verkaufen. Meißen, ein altes Stück. Ja, bitte warten Sie einen kleinen Moment, ja? Ja, guten Tag. Bitte, Sie wünschen? Ein Erbstück. Aber leider muss ich es verkaufen. Tja, junge Frau. Wissen Sie, was Sie da besitzen? Es ist ja ein Schatz. Ein echter Kentler. Enkelschüler des berühmten Balthasar Permoser. Über 200 Jahre alt. Tja, ich glaube, das sollten Sie sich doch noch mal überlegen. Ich bin in einer Notlage. Was bleibt mir da anderes übrig? Sowas findet man heute nur noch im Museum. Was sind ja schon 8.000 bis 10.000 Mark. Das werden Sie sich nie wieder kaufen können. Einen echten frühen Kentler. Ein toter Gegenstand. Was ist das schon gegen ein Menschenleben? Tja, Sie müssten das Stück hier lassen und Ihre Personalien. Und wir machen Ihnen dann ein Angebot, sagen wir, übermorgen. Vielleicht haben Sie recht. Ich glaube, ich werde mir das doch noch einmal überlegen. Vielen Dank. Bitte schön, gern geschehen. Wissen Sie, so ein schönes Stück sieht man nicht alle Tage. Und denken Sie daran, Kunst ist zuallererst Anmut und Spiel der Formen. Freude am Betrachten und ganz zuletzt erst Ware. Vielen Dank. Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen. Du, sag mal, hatte die schon mal mit uns zu tun? Hm. Aha. Ja. Ein raffiniertes Ding. Schrift schräg und gerade, rechts und links, Latein und Sutterlin, wechselnde Schreibwerkzeuge, wirklich gekonnte Verstellung. Hm. Ja. Ja, die Expertise morgen. Ja, ich habe verstanden. Danke. Genosse Oberleutnant. Ja, bitte? Da ist eine Bürgerin, die möchte Sie unbedingt sprechen.
In welcher Angelegenheit? Ihr Name ist Tuch, Hertha Tuch. Sie hat gesagt, sie wären jederzeit für Sie da. Herein mit ihr. Ach, da wäre noch ein Brief für Sie, Genosse Meister. Von der Nonzenzentrale. Ja, danke. Kommen Sie bitte. Guten Tag. Guten Tag. Was gibt's? Ich will eine Aussage machen. Was soll denn das? Oh, Entschuldigung, hat's wehgetan? Jetzt danach frei. Es ist besetzt, tut mir leid. Bitte? Es ist besetzt. Sag mal, bin ich blind oder siehst du was? Ich habe mich doch wohl verständlich ausgedrückt, oder? Bitte? Ich habe mich doch wohl... Nun lass ihn doch sein Vergnügen. Schönen Tag noch. Sie gestatten doch? Aber bitte sehr. Würden Sie bitte so nett sein und das hier rüberstellen? Selbstverständlich. Ja, danke. Ein Kunstliebhaber? Und noch so jung? Aber ich liebe alte Porzellane. Darf ich Ihnen etwas bestellen? Nein, danke, das hat Zeit. Tja, alte Porzellane, ich habe schon in meiner Kindheit davon geträumt. Einmal Essen vom Schwanenservice. Alle 2000 Teile aufgedeckt. Man ist ja schon so dankbar in unserer rationalen Zeit, wenn man ein schönes, altes Einzelstück bekommt. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ein früher Kändler. Ich habe natürlich ganz präzise finanzielle Vorstellungen. Und Sie werden natürlich verstehen, dass ich... Wollen wir nicht, ich meine, wenn Sie damit einverstanden sind, die Modalitäten an einem genehmeren Ort abhandeln, wenn ich Sie zu mir nach Hause bitten darf? Sehr gerne. Bitte zahlen. Hier gleich rechts. Das kann ich doch selber tragen. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Frau Siegmann, wir haben einen Haftbefehl. Was wollen Sie bitte denn? Bitte steigen Sie ein. Ich verstehe überhaupt steigen Sie nichts. Bitte ein. Warum? Kommen Sie. Das wird sicher alles aufklären. Wir können fahren, Genosse. Also, Frau Siegmann, seit 2 Stunden lügen Sie uns jetzt die Hucke vor. Jetzt reicht's. Wie oft soll ich Ihnen sagen, dass die Figur nicht gestohlen ist? Und die Sache habe ich nie gesehen. Frau Siegmann, Sie behaupten erst seit gestern früh in Berlin zu sein. Ja. Hertha Tuch? Sagt Ihnen der Name was? Nein. Roland Wagner? Wohnhaft in Dresden auch nein. Nicht? Na gut. Diese Ausweise sind alle gestohlen worden. Diese Schecks in betrügerischer Weise benutzt. Das allein genügt schon, um eine ganze Kette von Straftaten zu beweisen. Merkwürdig ist nur, dass auf diesem Perfol Ihre Papillarlinien gesichert wurden. Und dass die Rissstellen dieses Zettels genau in das Notizbuch von Roland Wagner passen. Was sagen Sie dazu? Ich sage nichts mehr, kein Wort. Dann hören Sie mal gut zu. Die Schrift hier ist laut Dokumentenuntersuchung als die Ihre identifiziert worden. Wie Sie wollen. Sind Sie soweit? Danke, wir kommen. Kommen Sie bitte mit. Entschuldigen Sie, ich komme zu spät. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Ja.
Ich will hier raus. Ich will alles sagen.